body, I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie you. I'm wondering if I could sneak out the back. Nobody's even looking me in my eye. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we then? Tell ya, you know I love you, did I ever tell ya? You make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm a body. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can hear ourselves. With your lips so I'd kiss my back. With all these people all around, I'm gripped with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind when you make it better like that. I don't like nobody that looks like you, the only one who. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. When I'm with my baby, yeah, all the bad things disappear. Then you're making me feel like maybe I am somebody. Super, geil, oder? Was ein Publikum. Dankeschön für diese geile Stimmung auf jeden Fall. Und Marc strahlt. Sind ja die Tanzmoves von dir? Wir haben ja einiges gemeinsam, wir drei. Zusammen haben wir ungefähr genauso viel Talent fürs Tanzen. So, ne? Aber es ist ja keine Tanzshow. Ich sag's, wie es ist. Ne? Gott sei Dank. Mann, ihr habt richtig gekämpft mit dem Song. Ja. Und ich finde aber, dass ihr das echt richtig, richtig gut gemacht habt. Vielen, ja, vielen Dank. Julian, es war echt genial, sehr geil gemacht. Ich finde, Masiak hat einfach eine sehr so einmalige Stimme. Alter. Wieso? Und er hat diese Präsenz. Ich wäre für Masiak, aber es ist kein Kritik. Maciek. Maciek, sorry, ist es ein polnischer Name? Ich komme aus Irland. Maciek. Maciek. Ich würde mich für Maciek entscheiden. Okay, danke, Ray. Da habe ich sehr viel Respekt davor, weil das echt nicht einfach ist, auch das gleichzeitig zu tanzen und diese... Naja, tanzen. Na, also schön, dafür, dass sie eine Woche hatten, fand ich das schon ziemlich geil. Und ich sehe euch tatsächlich gerade so auf demselben Niveau, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich für Julian entscheiden. Okay, dann steht es jetzt 1-1. Bist du schon bereit für deine Entscheidung? Es gibt solche Battles, über die man sich so den Kopf zerbricht, dass man irgendwie nicht richtig gut pennen kann. Und so ist das bei euch beiden. Ich finde es super schwer, weil ihr euch echt voneinander unterscheidet. Ne? Also jeder hat für sich irgendwie ganz, ganz andere Stärken. Man sieht ja irgendwie, ne? Alice würde mit Julian gehen und Ray hat sich für Maciek entschieden. Und so ist es bei mir auch die ganze Zeit hin und her gependelt. Und ich wollte irgendwie jetzt diesen Auftritt abwarten, habe überhaupt null, wirklich, ich schwöre, ich habe null Vorentscheidungen in meinem Kopf, wollte diesen Auftritt jetzt hier abwarten und mich jetzt entscheiden.
So, dann sind wir jetzt gespannt auf deine Entscheidung, lieber Marc. Wen nimmst du mit in die Sing-Offs? Bist du eher Pole oder Falser halt? Jetzt ist die Entscheidung. Ich hätte gerne so eine Mischung aus euch, ne? Das wäre so eine Mischung aus Pole und Pfälzer, das wäre einfach perfekt. So ein Mark Förster. ach, Leute. Ich glaube, er weiß es immer noch nicht wirklich. Mann, ihr habt es beide richtig, richtig gut gemacht. Und ihr habt es beide verdient, weiterzukommen. Das hat, glaube ich, hier jeder gehört. Ich glaube... Ich tue auf jeden Fall einem Unrecht, wenn ich den anderen weiterschicke. Und ich finde, derjenige, der hier nicht weiterkommt, ist ein Kandidat für ein Steam Deal. Ja. Da möchte ich wirklich Werbung dafür machen, weil da geht noch viel mehr auch in den nächsten Runden. Ich gehe mit dem Talent, bei dem ich das Gefühl habe, dass da einfach ein bisschen mehr, ja, was, ein bisschen mehr Zauber- und Star-Potential ist. Und deswegen gehe ich mit Maciek in die Sing-Offs. Ja! Maciek, herzlich willkommen in den Sing-Offs. Hast du richtig gut gemacht. Ich hoffe, es steht einer jetzt mal, oder? Maciek im Team Mark. Ich bin erleichtert. Das war ein sehr schwerer Song. Für beide. Wir hatten beide unsere schweren Parts, aber wir haben das gemeistert und Julian war genauso gut. So, lieber Julian. Aber der Marc hat es ja gerade schon angekündigt. Es gibt ja noch den berüchtigten Steel Room. Das heißt, du kannst jetzt noch ein paar Sekunden hoffen, denn einer der anderen Coaches könnte dich noch in sein Team holen. Ich würde sagen, wir starten den Countdown ab jetzt. Nein, es hat leider nicht geklappt mit dem Steel Deal, aber vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, es war sehr schön. Ganz viel Spaß mit dir. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Das ist Julian, vielen Dank, Julian Mauro. Ciao.